Ja, hallo, wir sind immer noch jetzt hier am Stand von Sony und ich habe hier das Sony Xperia Z2 Tablet. Das ist der große Bruder quasi von dem Xperia Z2 Smartphone. Von der Ausstattung her ähneln sich die beiden. Auch hier steckt der Snapdragon 801 drin, der mit 2,3 GHz getaktet ist und 4 Kerne besitzt. Hinzu kommen dann noch 3 GB Arbeitsspeicher und ein 6000 mAh Akku. Die wichtigste Besonderheit bei dem Gerät ist allerdings, es ist das weltweit dünnste und auch leichteste 10,1 Zoll Tablet. Also ich kann Ihnen mal zeigen, wie dünn es ist. Und Sie müssen mir glauben, wie leicht es sich anfühlt. Also es ist nur 426 Gramm schwer, also leicht. Und es fühlt sich wirklich leicht an. Und eine weitere Besonderheit ist hier die Glasoberfläche, die ist staub- und wasserdicht. Der Snapdragon 801 mit 2,3 GHz bringt natürlich einiges an Leistung mit. Und das merkt man auch, wenn man das Gerät so ein bisschen bedient und ein bisschen damit rumspielt. Also es reagiert alles ziemlich schnell. Und ja, wie man es halt kennt von Sony her, man hat lauter Multimedia-Inhalte, zum Beispiel hier kann ich mir einen Trailer anschauen. Und Sie sehen also, wie schnell es hier reagiert, selbst hier in dieser Umgebung, wo halt WLAN nicht so schnell ist normalerweise. Und ja, eine weitere Besonderheit ist natürlich die Walkman-Funktion, die man so kennt von Sony. Und natürlich, was Spiele angeht, mit dem PlayStation, das geht hier natürlich jetzt gerade nicht. Mit PlayStation Mobile. Und ansonsten es ist die aktuellste Android-Version installiert, das kann ich Ihnen auch mal zeigen. Also es ist Android 4.4.2, also known as KitKat, installiert. Und ja, kommen wir zum Fazit. Das Xperia Z2 kommt laut Angaben von Sony noch innerhalb des zweiten Quartals in den Handel zum Preis von 649 Euro in den Farben Schwarz und Weiß. Also was mich auf jeden Fall beeindruckt, ist neben der Geschwindigkeit das wirklich angenehme Gewicht dafür, dass es ein 10,1 Zoll Display hat. Das 6000 mAh Akku ist natürlich groß für so ein Tablet, für ein 10,1 Zoll Tablet. Und die moderne CPU hat auch eine mehr energieeffiziente Funktion. Aber wie lange es letztendlich durchhält, vor allen Dingen, weil es ja auch ein Full HD Display hat, das muss dann letztendlich auch der Test zeigen, den wir Ihnen natürlich dann zeitnah nachreichen werden.